Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Beim letzten Mal haben wir Staffel 2 angefangen und sind hier, haben hier so ein Dorfbewohnerdorf besudelt. Wir haben den Tod in dieses Dorf gebracht. Und ja, das wird super hier. Wo ist denn jetzt der Zombie-Dorfbewohner hin? Hier war doch einer. Bin ich doof? Ach da, da guck mal. In Zombies, Zombies. Burning, Burning Zombies. Ich würde sagen, ich habe eine Nachbarschaft nur für mich. Ja. They keep on burning, burning, I tell you, burning. Ach ja, wir müssen uns noch ein Schild herstellen, ne? Oh komm, gesterben. So. Ich hätte noch gucken können, was die alle zu handeln haben. Können wir vielleicht bei denen machen, die noch leben. Lebt hier noch was? Also ich höre noch einen. Ach da, wo kommt ihr auf einmal her? Der will 23 Kohle für 1 Smaragd. 38 Dingens für sowas. Das ist nichts im Handeln, das ist ja schlecht. Oh. Natürlich schön, aber auch nicht so wirklich zu gebrauchen. So, haben wir denn sonst noch Überlebende? Also solange wir Überlebende haben, ne? Einfach mal nachgucken. Aber sieht jetzt nicht so danach aus. So, dann würde ich gerne das Kartoffelfeld abernten und woanders platzieren. So, willst du dir mal, ja, wir machen jetzt eine Ressourcensuche und sowas. Kommt noch. Aber halt, ne? Langfristig muss man halt auch irgendwie denken und sowas. Ne? Und deswegen... Mein Gedanke hier, so Kartoffeln. Kartoffeln sind immer super. Ne, gerade Ofenkartoffeln. Das kann man machen. Ne? Genau, Schild wollte ich noch herstellen. Ah, machen wir noch. Wie viel Eisen haben wir denn derzeit noch? Weil ich will jetzt natürlich nicht irgendwie großartig hier auf Höhlentour gehen. Ohne Schild. Wir haben kein Eisen mehr. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt auch gar nicht ein Feld zu erstellen, weil wir haben eh kein Eisen für einen Eimer. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier so ein bisschen querfeld ein, hoffen auf Schafe zu treffen, wir hoffen auf eine Höhle zu treffen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Solange ich mir ansatzweise merke, wo ich wohne, ist das alles nicht so wild. Ist das Schneewüste oder was? Nee, ist eine normale Wüste, sah eben so weiß aus. So, ne? Schönes Gebiet hier. So schön Flachland und hallo. So schönes Flachland und hallo. Schönes, flaches Gebiet, ohne Höhle. Wobei wir hatten vorhin, also beim letzten Mal hier noch eine Höhle gesehen, eine Schöle. Ne, wir wissen ja Schöle. Oh, Schafe, das hat sich jetzt schon gelohnt. Kriegen wir auf jeden Fall ein Bett. Und wenn wir jetzt noch irgendwie so einen kleinen Höhleneingang finden, weißt du, wo wir da halt ein bisschen Zugriff auf Eisen haben, wäre natürlich richtig Knorke. Zack, danke. Und wir haben genug Wolle für ein ganzes Bett. Wir haben auch noch Holz dafür. Nee, haben wir nicht. Das heißt, Holz müssen wir noch hacken. Aber das sollte auch weniger ein Problem sein. Denke ich mal. Aua. Ne, kaum habe ich Diamanten, weißt du, denke ich mir so, ach, Fallschaden, ja, scheiß drauf. Ist doch wahr. Oder nicht? Na, ich weiß nicht. So. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Flup, flup, flup. Flup, flup, flup. So. Also wenn, dann war halt, ne, dieses bisschen Höhle, was wir gesehen haben, weiter weg vom Dorf. Und da ist so ein Berg. Wo Berg ist, ist oftmals auch Höhleneingang oder sowas. Manchmal. Manchmal aber auch nicht. Wir schauen mal.
Das ist auf jeden Fall Stein. Stein ist schon mal schön. Da oben haben wir auch Eisen. Ne, das ist Kies, oder? Oder dieses andere Material, Diorit oder sowas? Ne, das ist Kies tatsächlich, okay. Ne, wenn man das normale Texture Pack hier, also das nicht vorhandene Texture Pack, hier dann nicht mehr gewohnt ist, ne, dann sind dann halt manchmal Blöcke so, wow, hab ich ja noch nie gesehen. Kies, ja. Okay. Hier ist jetzt keine Höhle weit und breit. Da ist eine Höhle. Aua. Sagte er und kassierte sich selbst erstmal Fallschaden. Dafür steht er mit seinem Namen. Hui. Oh, das sieht auch schon super aus. So ein bisschen. So, warte. Einfach mal ein bisschen Kohle hier für Fackeln. Zack. Und zack. Haben wir schon mal 8 Stück. Das ist mal schön. Nehmen wir das mal weg. Nehmen wir hier nochmal ein paar Stickety-Stick-Sticks. Und noch mehr Fackeln. Da fackel ich nicht lange. Das wird einfach mal gemacht. So. Und dann schmeiße ich schon die üblichen Dinger hier einfach mal weg. Like a Mammut. So. Aber mit Kohle sieht das Ganze natürlich eine ganze Ecke interessanter aus. Oh, super. Was kommt denn da an? Oh, Mini-Zombie. Geh weg. Okay. Mini-Zombies sind so garstig. Ich hasse sie. Aber wenn da irgendwo ein Mini-Zombie ist, dann ist da bestimmt auch noch mehr. Da ist auf jeden Fall Eisen. Da ist Eisen. Okay. Okay, sonst ist hier jetzt erstmal nicht so viel. Hier setze ich mal eine Fackel hin für den Fall eines Falles. Und dann gehen wir da so mal so langsam ein bisschen runter. Und hoffen mal, dass wir hier jetzt nicht unbedingt auf den Tod treffen. Bin ich jetzt irgendwie nicht so scharf drauf, bin ich ganz ehrlich. Hier setze ich mal das hin, da werde ich mich später bestimmt wundern, warum ist hier eine Fackel. Okay. So. Und ich werde mich auch nicht wundern, weil ich schon hier bin, wo die Fackel ist. Hallo. Was hast denn du da? Eine Schaufel, das ist ja schön. Gib die mal her. Was kommt denn da an? Ach so, ein Leder-Zombie. Ein Sadomaso-Zombie. Okay, ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen ausleuchten. Aber nur so ein bisschen. Okay, alles cool. Gebiet gesaved. Glaube ich. Gleich macht's zisch und bumm. So. Und geht's halt noch weiter runter. Ich hole mir aber erstmal die anderen Ressourcen, die ja noch so in der Wand, in der Wände hängen. Why am I weiß ja nie. Ich höre auf jeden Fall Enderman. Der ändert wieder alles ab. So. Da oben ist noch Kohle. Kohle. Okay. Ich muss schon wieder fast was essen, damit ich halt auch, ja, ne, Maximum Hungerleiste habe. Und da halt nicht in Gefahr zu kommen, dass ich dann irgendwie, ne, Leben verliere und das nicht gleichzeitig auch regeneriere. Das muss ja nicht sein. Das ist ja viel zu gefährlich. Wenn wir jetzt natürlich noch einen Dungeon finden, das wäre natürlich richtig knocke. 16 Eisen haben wir. Das könnte tatsächlich sogar reichen, um uns die Eisenrüstung zu vervollständigen. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr Eisen haben, auch für einen Eimer, für ein Schild und sowas. Das heißt, ein bisschen Eisen holen wir uns noch. Auch wenn wir hier in Gefilde rein müssen, wo wir nicht unbedingt rein wollen. Dich müssen wir nicht angucken. Nicht angucken. Hier, willst du eine Fackel? Hier, hast du eine Fackel, hast du Licht.
Einfach nicht angucken. Nicht angucken. Sagt er wieder, ey, hast du mich angeguckt? Hast du mich angeguckt? Guck ich zurück, weißt du, mach ich tot. Kann ich einmal kämpfen mit ohne Rüstung, macht keinen Spaß. Nicht angucken. Nicht angucken. Brauchst gar nicht in mein Blickfeld rein, damit ich dich auch ja angucke. Ja, was es heutzutage hier alles an Kohle gibt, das ist wirklich schon abartig. Brauchst gar nicht in mein Blickfeld rein. Nee, nee. Ich sollte vielleicht hier ein bisschen weiter ausleuchten. Für den Fall eines Falles. Obwohl, hier ist ja schon eine... Flupp. Ich war es nicht. Stell dich nicht in meine Hitbox hier, ne? Dann werde ich aber aggressiv, du. Wenn du unbedingt Schläge haben willst, kannst du haben. Netter Enderman. Ganz netter Typ. Aber kein Eisen hier im Moment, ne? Müssen wir, glaube ich, gleich in dem anderen Loch da weiter gucken. Nutz die Schaufel. Ja, später. Hier. Da war doch hier irgendwo noch was. Aber nicht hier. Verdammt. Verdammt. Wo war denn das, dass hier noch so ein Loch irgendwo in der Ecke war? Ach, da haben wir noch Eisen. Du hast Eisen übersehen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt definitiv nicht mehr. Es wird auf jeden Fall dunkel. Ich weiß nicht, was ich von der Dunkelheit halten soll. Meistens ja nicht so viel. Ich höre das Skelette, ich höre Zombies. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich mache mal eben schnell ein bisschen einbuddeln. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gleich sagt, ne? Zu viele Monster in der Nähe. Oh, wie man das erkennt, wird er das sagen. So, dann machen wir mal hier so eine kleine Werkbank. Okay, wir machen es nicht. Machen uns mal eine kleine Werkbank. Alter, ich habe das vorhin schon gebaut, ja? Zack. Zack. Schon haben wir ein Bett. Das Bett legen wir dann gleich hier hin. Und hoffen, dass wir hier diese Nacht überleben. Ja. Auf jeden Fall kann ich mich hinlegen, das ist schon mal schön. So, gleich wieder weg. Mitnehmen das Bett, das will man ja hier nicht verschwenden. Da haben wir auf jeden Fall Tag und wir haben eventuell die Möglichkeit, auf sicherem Wege irgendwie zurückzukehren. Die Sache ist die, dass ich halt definitiv noch ein bisschen Eisen haben möchte. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wo ich mir das herbuddeln soll. Ob ich hier jetzt einfach irgendwo hier so, ne? Den hier machen soll, weiß ich nicht. Ich mach das einfach mal gerade. Mal gucken, auf was wir stoßen. Zack, Wumms, tot. Möglich, aber nicht wünschenswert. So. Die Eisenspitzke hält jetzt auch nicht mehr so lange. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal den hier machen. Für den Fall eines Falles. Keine Höhle, kein Eisen links und rechts. Schade. Ich habe mehr auf mehr gehofft. So ein bisschen. Achso. Ist immer noch das Zeug. Ich dachte, das ist Kies. Nicht denken, Mammut. Überlass das Denken der Pferde. Die haben einen großen Kopf. Ja, später. Später überlasse ich das den Pferden. Ich glaube, ich habe hier genau, ne, die Ecke erwischt, wo ich hier durch massiven Stein einfach mal durchbuddel und nichts passiert. Das ist natürlich ein Traum. Das habe ich mir gewünscht. Nicht. Weiß nicht, auf welcher Ebene wir jetzt hier sind. Aber ich befürchte mal, wir sind eigentlich schon zu tief. Also was heißt zu tief? Sondern überhaupt relativ tief. Also relativ tief, weißt du? So tief, Tiefception und so.
Ja, mal gucken. Ich höre auf jeden Fall einen Zombie, das ist schon schön. Das heißt, hier ist irgendwo ein kleines Höhlchen, wo ein Zombie spawnen kann. 1-2 Meter hoher Block. Ja. Yeah. Wir sind wahrscheinlich schon fast auf dem Grund. Würde ich mir nicht wünschen, aber wäre möglich. So, Fackel. Es passiert selten, dass ich mich irgendwo runterbuddel und es passiert einfach mal nichts. Keine Höhle, keine Ressourcen, gar nichts. Es passiert wirklich nicht oft. Ich meine, wie weit können wir uns denn noch runterbuddeln hier? Müsste auch bald hier Bedrock sein. Da haben wir Redstone schon mal. Das ist schon mal schön. Redstone ist schon mal eine feine Sache. Da können wir hier schon mal die Spitzhacke wechseln. Redstone nehmen wir natürlich mit. Dann machen wir uns tatsächlich hier wieder eine automatische Farm und so was. Für das Kartoffelfeld und so. Aber dennoch möchte ich Eisen haben. Hier gibt es doch dann auf der Ebene auch Eisen, siehst du? Ist ja nicht so, als gäbe es hier kein Eisen. Man muss nur danach suchen. So, Kohle gibt es ja auch, das ist doch schön. Könnte ich jetzt theoretisch hier so einen Ofen bauen und dann, ne? Eisen schon mal einschmelzen für weiteres Eisengedönszeug. Und von hier aus brauchen wir jetzt auch nicht großartig weiter nach oben buddeln. Also ein bisschen schon, aber halt nicht so weit. Und haben dann theoretisch auch noch die Chance auf Diamanten. Das wäre, ne? Kann man machen. Wäre schön. Theoretisch. Praktisch. Abwarten. Dann machen wir Fackeln. Zack. Schon ist das Inventar wieder voll mit Fackeln, aber die Fackeln können wir auch alle gebrauchen. Das ist schön. So, da haben wir jetzt. Wir brauchen 9 und 8. Das sind 17. Wir brauchen 18. Wir haben genug Eisen, dass wir alles machen können, was wir jetzt machen wollen. Dann gehen wir mal raus. Ist ja nur ein langer Aufstieg hier nach draußen. Und können zurück nach Hause. Das zu Hause erstmal suchen und dann, ne? Können wir uns dann um so Dinge kümmern wie Feld bewirtschaften, ein Schild bauen, all so ein Krams. Alles, was uns das Überleben hier etwas sichert. So, muss ich nur gucken, wo geht's denn hier raus? Ich hoffe, dass mich jetzt keine Hexe erwischt. So. Ach, siehste, ist gar nicht mal so weit ab vom Schuss hier. Das ist doch perfekt. Das kann ich sogar sehr leicht wiederfinden, wenn ich mich dran erinnere. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Halt selber dran erinnern und so. Ah, so fürs Erste? Ja, doch. Ja, kann man machen. Wir haben sogar einiges an Redstone. Zwar nicht genug, aber einiges. Und wenn wir halt eine automatisierte Farm wieder bauen wollen, dann brauchen wir halt natürlich noch einiges mehr. Ich finde schön, dass bis jetzt hier noch das vergammelte Fleisch hier liegen bleibt. Hast du noch was anderes zu handeln? 23 Kohle gegen Smaragd. Weiß ich nicht. Nee. Auch wenn die Schaufel natürlich sehr attraktiv ist, aber wenn es jetzt ein Schwert wäre, dann schon eher. Aber so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. Dann packen wir mal hier in den Ofen das hier und das hier. Kann das immer vor sich hin brutzeln. Hier packen wir Zeug rein. Teilweise können wir es später auch noch wegschmeißen, hier halt, je nachdem, wie wir lustig sind. So. Holz wird auf jeden Fall irgendwann Mangelware, habe ich so das Gefühl. Ich meine, erstmal brauchen wir es auch nicht, weil wir jetzt auch nicht bauen und sowas. Aber trotzdem. Machen wir den hier. Ja, einfach mal ein Schild. Zack. Ja, schon kann ich das Schildrezept hier. Das ist ja wirklich für mich schon so wow. So, das heißt, ich bin für den Kampf gerüstet. Als nächstes würde ich dann gerne jetzt tatsächlich den Eimer herstellen. Dann könnte man hier schon mal ein Feld bewirtschaften.
kann ich hier auch nochmal irgendwo das Bett hinstellen. Ja, einfach mal hier so, zack. Gleich, wenn man reinkommt, erstmal hinlegen. Und es wird eh dunkel. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier auch erstmal das Ende der Folge einleiten. Und ja, dann schauen wir mal, was dann so die nächste Folge bringen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß noch. Also von Minecraft Hardcore, muss man immer dazu sagen. Ist ja nicht nur mal Minecraft, nein, ist Minecraft Hardcore. Also dann, bis dann. Tschüss.